Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Heute werden wir die Heizung einbauen. Dafür haben wir uns Verstärkung geholt von Oscar die Explorers. Hier Hallo. Mit mir ist André. Laura ist mit Jesse unterwegs. Und ja, jetzt legen wir mal los und das sollte eigentlich funktionieren. Das oder? Schaffen wir in 2 bis 3 Stunden. Tagen. Okay. Viel Spaß. Roberto, was machst du denn da jetzt? Wollten wir nicht zum See fahren? Ich habe hier einen Dieselsee, ja. Einen Dieselsee? Ja. Naja, als allererstes haben wir jetzt markiert, wo die Heizung hinkommt. André hat schon bereits markiert, wo ich reinbohren soll. Ich hoffe, er hat richtig markiert. Und jetzt geht's mal ans Bohren. Guck mal, ob das Ding jetzt reinpasst. Ja, schauen wir mal. Nee, beim ersten Mal. Ja, fast. Aber passt jetzt. Passt. Um das Fahrzeug gegen Rost zu schützen, werde ich noch auf den Seiten Primer sprühen, damit es nicht rostet. Und ja, danach können wir das Ganze auch schon kleben. Und mit der Verkabelung anfangen, oder? Was meinst du? Ja, so ungefähr. Ungefähr? Gibt es noch weitere Schritte? Ja, noch ein paar mehr. Okay, ich stelle es mir immer einfach vor. Okay, laut Anleitung müssen wir dann als nächstes, also wir müssen das gleich festbohren und alles, aber dann, oder festschrauben, und dann kommt das Air Intake Pipe als erstes. Ja, und dann danach Exhaust Pipe. Schauen wir Spaß, oder? Ja, wird immer besser. Okay, wie geht's jetzt weiter? War das hier? Hast du das verschoben? Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, nee, nicht, dass es nachher zu klein ist. Ich habe nichts verschoben. Ich weiß es nicht. Dann guck lieber nochmal. Ach, das ist so mühsam. So, wie weit sind wir denn jetzt? Wir sind so weit, dass wir jetzt eigentlich das Rohr vom Auspuff montieren können. Wir haben es jetzt abgemessen und schneiden das jetzt zurecht. Und dann kommt das an den Schalldämpfer, und das Loch haben wir schon gebohrt. Also von dem her
Wir kommen gut voran. Gute Sicherheitskleidung hier, ne? Barfuß. Na, wir müssen hier einen Schlitz reinkriegen, ne, damit sich das besser anziehen lässt. Anziehen lässt. Und dann müssen wir hier irgendwie einen Schlitz reinkriegen. Jetzt haben wir das halt hier ganz professionell so gemacht. Perfekt. Weiter geht's. Der Moment der Wahrheit. Ja, mal schauen, ob das Fahrzeug anspringt. Naja, es wird wahrscheinlich nicht direkt anspringen, ne? Aber. Wow. Was? So schnell? Mal, ja. Willst du schauen, ob unten. Ja, warte mal, ich will. Ah, okay. Ja, das war nur der Rest. Na, vielleicht mal ein bisschen Gas geben dann dabei. Wenn du mal ein bisschen auf Gas drückst dabei, machst du schon. Ja. Neuer Tag, neues Glück. Gestern sind wir nicht mehr ganz fertig geworden. Wir hatten noch ein Problem mit der Dieselleitung. Ja, das Fahrzeug wollte nicht mehr anspringen. Nachdem es einmal komplett angesprungen ist, ne? Wir hatten uns ja erst gefreut. Dann hat sich das Fahrzeug abgestellt und wollte nicht mehr. Naja, zum Glück hat der andere noch eine Pumpe, eine Handpumpe dabei und wir konnten dann Diesel nachpumpen und muss noch mal ein paar Schellen festziehen. Ja. Aber jetzt klappt es eigentlich ganz gut, ne? Hoffentlich hält das auch. Soweit sind wir eigentlich unten fertig und heute geht es eigentlich weiter mit dem ganzen Strom und mit dem Verlegen der Rohre. Jo, also weiter geht's. Hast du direkt euch losbauen? Ich muss wohl. Und haben wir es geschafft? Ja, es läuft. Also wir haben zuerst zwei Fehlermeldungen bekommen. Error 13, die meisten von euch werden das wohl kennen.
Ja, aber jetzt läuft sie, warme Luft kommt raus. Jetzt lassen wir sie noch 2 Stunden laufen, damit alles ausgebrannt wird, was drin ist. Und dann steht eigentlich nichts mehr im Wege, um mal loszufahren. Wir sind endlich fertig. Seht euch das an, wie schön das aussieht. Nice. Und ein großes Dankeschön an André, der hat mir sehr geholfen. Danke vielmals. Ja. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich noch in 2 Monaten dran. Quatsch. Roberto, was machst du denn da jetzt? Wollten wir nicht zum See fahren? Ich habe hier einen Dieselsee, ja. Ein Dieselsee? Ja. Was ist passiert? Heute Morgen hat es nach Diesel gerochen und wir dachten zuerst, das sei nichts. Naja, dann sind wir zum Fressnapf gefahren. Da habe ich unter das Auto geschaut und eine schöne Diesellache gesehen, ne? Ja, irgendwie hat sich was gelöst. Und jetzt hat sich noch das T-Stück verabschiedet. Es ist gebrochen. Ja. Aber zum Glück gibt es hier einen Autofachhandel, der alles hatte. Genau. Direkt gegenüber vom Fressnapf. Ja. Also das ist natürlich immer wieder Glück im Unglück, ne? Ja. Auf jeden Fall, ja. Mal schauen, vielleicht schaffst du es. Vielleicht kannst du heute noch weiterfahren. Wir versuchen jetzt schon seit 2 Stunden das Zeug zu reparieren und irgendwie funktioniert es nicht. Wir haben neue Schellen gekauft, wir haben neue T-Stücke gekauft und irgendwie kriegen wir das Ganze nicht dicht. Also, naja. André und Laura sind jetzt unterwegs zum Baumarkt, um neue Schellen zu kaufen. Und dann werden wir es nochmals versuchen. Ansonsten müssen wir hier auf dem Parkplatz bleiben bis montags. Heute ist Samstag. Alles hat schon zu. Und naja. Wir sind wieder unterwegs und konnten das Problem vorerst mal fixieren. Ich zeige euch, also ich blende euch ein, wie wir das gemacht haben. Also wir haben da verschiedene Stücke benutzt mit Schellen, um die Leitung dicht zu bekommen. Wir werden jetzt etwa 10-20 Kilometer fahren und immer wieder anhalten und schauen, ob es hält. Und ja, dann werden wir das wahrscheinlich irgendwo mal in Prag wieder bei einem Mechaniker richtig machen lassen müssen. Aber wenn es bis dann hält, mal schauen. Wir sind nur mittlerweile ein paar Kilometer gefahren und es hält alles bombendicht. Also ich glaube, das Provisorium wird so bleiben. Und wir werden das in Prag nicht machen lassen. Oder? Was hältst du davon? Ich glaube, das ist schon ziemlich sicher. Aber wenn ihr eine größere Reise vorhabt, ja. Also wenn es vielleicht irgendwann mal über den großen Teich gehen sollte, dann würde ich es vielleicht vorher nochmal angucken lassen. Ja. Aber sonst, glaube ich, hält das jetzt erstmal. Genau. Ja, ich denke, soweit war's von dieser Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und ihr könnt uns auch mit einem Abo belohnen. Oder genau. Nicht uns, sondern... Jesse, aber auch Oscar die Explorer, also schaut bei ihnen rein, ja, die haben ziemlich viel coolen Content und ja, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.